Moin moin Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play mit dem Kultklassiker Minecraft. Hör auf mich zu schlagen, du Arsch. Zusammen mit dem, ja, wie ihr seht, überaus freundlichen Dennis, der mich ja verprügelt, obwohl ich wehrlos bin. Fick dich und deine Mutter. Ja, wir zocken jetzt zusammen auf meinem Server, dessen IP ich erstmal nicht verraten werde, weil der auf meinem Rechner läuft. Ja, wir werden sehr viel Spaß haben. Wir werden in Survival überleben. Wir haben parallel noch das DayZ-Projekt am Laufen, aber... Ne, ja, Minecraft überleben. War jetzt auch schon so lange geplant. Also, ja. Es wurde jetzt halt auch einfach langsamer Zeit. Gestern massive Probleme gehabt, das überhaupt mal ans Laufen zu kriegen. Und am Ende lag es woran genau? Am ClearType. Ja, passt auf, Leute. Der Glättung der Buchstaben in Windows. Das hat Java daran gehindert, mein Minecraft zu öffnen. Das war also richtig krass. Ich weiß wirklich, dass Windows manchmal scheiße ist, aber dass Windows so scheiße ist, hätte ich nie gedacht. Das war echt Obwohl, eigentlich liegt es ja nicht an Windows, eigentlich liegt es ja an Java. Ja, Java und Windows zusammen, die Kombination ist einfach... Warum kann ich hier kein Gras pflanzen? Ach, das muss ich ja. Ah! Ja, wir müssen jetzt erstmal ein Haus bauen, wir bauen eine Plantage, bla bla bla. So, erstmal gehen wir hier mal auf den. Ja, chill mal, ich will mal gucken, wo wir hier überhaupt sind. Auf ein Bäumchen, genau. Und checken erstmal von oben ab, was geht, würde ich sagen. Wie kommen wir denn hier am besten hoch? Am besten zu. Lass uns mal auf jeden Fall hier bei dem Berg bleiben, dann können wir eine schöne Höhle reinbauen, obwohl der nicht besonders groß ist, ne? Hm. Ach, hier ist Wasser. Ja, hier gibt es so viel Wasser. Also, ich glaube, am besten. Warte. Ja, Wasser brauchen wir ja nicht. Ist tatsächlich in der Nähe von der Wüste, weil das ist viel Platz zum Bauen, weißt du, was ich meine? Wasser können wir auch dahin bringen, weißt du? Das ist kein Akt. Ja, hier unten ist ja direkt so eine Höhle mit Wasser. Okay, spielst du ja in der Wüste, du ja auch, ne? Hier. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall die Position hier merken mit dem Wasser. Das ist ja cool, dass hier direkt eine Wüste ist. Aber in der Wüste anpflanzen geht ja auch nicht, unser Feld muss auf jeden Fall hier aufs Gras. Geht, du kannst in der Wüste anpflanzen. Ja, du musst halt nur den richtigen Untergrund machen. Ja, du musst, also anpflanzen brauchst du sowieso, du musst den Untergrund erstmal... Ja, das ist schon klar, man muss haken und so einen Scheiß. Ja, wo suchen wir uns denn ein gutes Plätzchen aus? Erstmal. Bauen wir ein Haus oder buddeln wir uns ein? Ja, erstmal einbuddeln, wir brauchen eine Wände, das heißt, wir buddeln uns erstmal ein. Ja, wir können die Wände theoretisch auch manuell machen. Ja, klar, aber dann musst du erstmal stundenlang Holz abbauen, dann wird's Nacht und dann kommen die Zombies, dann sind die Wände noch nicht fertig. Und dann stirbst du. Also demnach bauen wir als allererstes den Keller, ne? Mal, pass mal auf, was hältst du denn? Komm mal hier hoch. Was hältst du denn von hier oben einfach? Ne, ich würde einfach hier... Hier auf dem Plateau werden wir uns hier eingraben und dann kommt dann später an diesen Berg dran quasi das Haus, weißt du? Wenn wir uns hier eingraben, die Kakteen noch alle wegmachen und so. Das Problem ist halt, dass du dann halt auch direkt wieder, wenn du runtergräbst, musst du ja oben was drüber machen, weißt du, direkt an Decke, aber das können wir gleich noch gucken. Ja, wir bauen eine Treppe und eine Tür zu bauen, ist ja kein Akt. Ja. Aber guck mal, komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch. Guck mal, du siehst doch da hinten den angrenzenden See da. Siehst du, wollen wir nicht einfach da hingehen? Lass mal gucken, was da abgeht. Also mein Vorschlag ist einfach erstmal, sich ein Loch... Hier vorne ist auch der See, hier kannst du auch... Komm mal hier runter. Komm mal mit mir. Wir können auch einfach hier vorne an die Ecke dran gehen, siehst du das? Mhm. Hier ist auch relativ platt. Dann würde ich das Haus einfach hier hinbauen, Alter. Hier ist voll die geile Ecke. Ja, wir bauen aber riesig viel Platz nachher für die Plantagen und so. Gut, die können wir auch in den Keller bauen. Ja, erstmal, die Sorgen haben wir noch nicht. Ja, aber das geht relativ schnell. Aber wie viel Platz hier ist, Alter? Hier ist auch nochmal viel Platz. Weil ich finde da drüben irgendwie cooler, da sind nämlich mehr Bäume. Aber hier ist so eine krasse Bucht. Hey, Bäume können wir anpflanzen, das ist auch nicht der Film. Ja, hast du auch recht. Ich finde es hier mit der Bucht ziemlich cool. Ich würde das Haus einfach hier hinbauen. Ja, hast du recht. Dann würde ich am Anfang machen wir uns hier. Am Anfang buddeln wir uns einfach hier in diesen Berg einfach erstmal. Ja, rein, einfach nur einen kleinen Raum mit zwei Betten fertig und dann in die Kiste rein. Dann fangen wir das an, das Phänomen zu bauen. Erstmal nur, dass wir nicht getötet werden von den scheiß Zombies. Und tada, wir haben eine Höhle. So quasi. Hast du schon Holz gemacht? Ja, ich habe Holzplanken. Ja, Planken brauchen wir, glaube ich, nicht. Planken habe ich 64, doch, wir brauchen Planken. Nee, ich will eine Kiste bauen, eine Werkbank. Ja, die baust du doch aus den Planken, oder nicht? Braucht man die nicht aus Holzstämmen? Ja, guck mal, wie viele Planken du brauchst für eine Werkbank. Hast du da eine Loot-Map offen? Wo ist das denn? Minecraft-Wiki? Hier.
Ich habe ja schon viele Projekte gehabt, aber noch nie in Survival, deswegen habe ich keine Ahnung, wie man hier Sachen craftet. Ich habe auch keine Ahnung. Ich suche jetzt mal nach Werkbank. Ganz genau. Du machst das, Ja, ne? doch, du brauchst 4 Halsplanken einfach nur. Na gut, dann ordnen die einfach bei dem Inventar an und dann bauen wir gleich. Die Setz bauen die wir einfach mal hier gleich. draußen hin. Setz die einfach hier draußen hin. Ja? Ja klar, die kann man umbauen, die kann man nachher jetzt abreißen und Oder die kann woanders man ja hinsetzen. quasi auch abreißen. Ist kein Akt. Nee. Ach, oh, ich hasse diesen Moment, wenn du denkst, der Stein wäre fertig, du drehst dich um und dann haben da noch 3 Risse gefehlt. Oh, scheiße. Sag mal, habe ich Tiere eingestellt? Ja, ne? Ah ja, du bist ja eben schon von einem Wolf angegriffen worden, das stimmt. Ich stelle das jetzt erstmal hier hin. Oh, uns wird schon wieder Nacht, wir müssen uns beeilen. So, der Table steht hier. Jo. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich auch noch ein Bett bauen und so einen Scheiß, ne? Als Hast du jetzt noch allererstes Holz? bauen wir erstmal eine Pickaxe. Ja, ne, als allererstes brauchen wir ein Bett, damit wir schlafen können. Ansonsten ist. Also Türen und ein Bett, auf jeden Fall. Für jeden ein Bett. Ja, aber so weiter bauen und abbauen können wir doch auch draus, können wir doch auch während. Wir brauchen erstmal Türen, Ja, würde ich wir brauchen auch sagen. Licht. Wir brauchen alles. Dafür brauchen wir auch Kohle und so ein Scheiß und ein Feuerzeug und hast du nicht gesehen? Na, stimmt. Oh, das wird Dann müssen anstrengend. wir uns erstmal eine Pickaxe. Ja, dafür brauchen wir Holz. Holz habe ich auch Guck mal für noch. Holzstäbe, was man für Holzstäbe braucht. Holzstäbe? Ja. Meinst du Fackeln oder was? Ja, Fackeln und Äxte und so ein Scheiß. Dafür brauchst du nämlich auch Holzstäbe. Also für die Fackel brauchst du Kohle und einen Stab. Ja, genau. Und für Und Äxte brauchst du einfach nur Stein und einen Stab oder einen Holz. Stock brauchst du 2 Holzplanken untereinander einfach nur. Ja, für eine Holzachse, aber die gehen super schnell kaputt. Nee, für den Stab. Ach so, ja, mach einfach. Und dann brauchst du für eine Axt, glaube ich, noch Wie einen gehe ich Stein an den dazu. Table nochmal dran? Rechtsklick. Ah ja, okay. So, habe ich zur Falls mitgebracht. Ah, krass, guck mal, da hinten kommt Lava aus dem Berg raus. Das sieht auch richtig geil ja, aus. Ja, sieht echt nice aus. Hat schon was. Dunkel war es, der Mond schien helle. Ich habe jetzt mal 16 Sticks gebaut. Jetzt brauchen wir Kohle. Die finden wir wohl im Berg einfach. Ja, aber Stein für die Pickaxe haben wir doch auch schon, oder? Naja, hast du ja eben abgebaut, oder nicht? Ich ah, jetzt A, nicht durchlaufen, Alter. Das Problem ist, wenn du durch mich durchläufst, wenn ich abbaue, dann ist der ganze Fortschritt. Siehst du, wenn ich jetzt hier durchlaufe, dann hört er auf. Okay, wusste ich nicht. Sorry. Scheiße, ne, kein Problem. Ist halt immer nur dieses, oh, fast fertig und dann läuft da jemand durch. Aber man braucht immer so Ewigkeit, um die Steine abzubauen mit der Hand. Hier, das ist Gravel hier, was wir hier abbauen. Das brauchen wir, glaube ich, auch für Pfeile oder sowas braucht man das. Ja, später erst. Erstmal brauchen wir nur ein Bett und eine Tür, damit wir hier drin überleben können. Wir müssen halt, die Nacht dauert so lange an, bis Ich glaube, ich habe Kohle gefunden. Ja, ich habe schon mal Kohle gefunden. Ja, dann machen wir bitte eine Steinaxt oder 2. Hast ich du noch aber Holz? Nur Gravel. Ich habe nur Gravel aufgesammelt. Ich habe keinen Stein. Ja, hier, ich habe noch Steine ohne Ende. Ja, ich mache hier 2 Steine auf. Dann mache ich direkt 2 Pickaxes. Ach so, nee, nee, Entschuldigung. Man braucht, wenn du die Teile abbaust ohne eine Axt, dann gehen die kaputt. Du brauchst eine Axt aus Holz zuerst, um überhaupt Steine einsammeln zu können. Was ich meine? Da musst du mit den Holzplanken jetzt, beziehungsweise mit den. Also, du meinst eine Pickaxe? Ja, eine Pickaxe aus Holz. Eine Holzaxt. Lass mal gucken. 2. Oh, okay. Oh, ist das kompliziert hier, meine Güte. Ah, fuck. Nee, falsch rum. Scheiße, ich brauche hier schon zum dritten Mal diesen Stein ab. Ich habe nämlich immer das Bedürfnis, Alt zu drücken, wie bei DayZ, um mich umzuschauen. Ich auch. Machst du direkt 2 Äxte? Für mich auch eine? Ja, bin dabei. Ich habe direkt 4 gemacht. Und dann gucken wir bitte auch nach, was wir für eine Truhe brauchen. Dann bauen wir direkt hier eine Truhe hin. Hier. Ich schmeiß jetzt 2 hier hin. Ja, danke. Oh, die habe ich gerade wieder aufgesammelt, warte. Du musst dann weggehen, wenn du die hinwirfst, damit naja. Du die selbst aufsammelst. Oh, es wird dunkel, dunkel, dunkel. Wir müssen uns Und hier die andere. Ja, nimm du die erstmal, kannst du mir helfen. Oder ich brauche erstmal nur eine.
Hast du eine Truhe gemacht? Nee, wie mache ich die nochmal? Musst du nachgucken, weiß ich nicht. Irgendwie auch mit Holz. Ja, jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen Platz. Ja, wirklich groß ist das hier drin ja nicht, ne? Aber soll ja erstmal nur vorübergehend so sein. Nochmal Kohle. Kann ich immerhin schon mal eine Fackel bauen. Ah ja, die gehen ja direkt an die Fackeln, die brauchen wir gar nicht anmachen, cool. Fackel. Ach so, nur eins, ach so, cool. Hey, warum geht das denn nicht? Was denn? Ich würde sagen, wir bauen unser Haus. Das ist Flint, das war kein Kohle. Oder was? Was denn? Schießpulver? Warum Flint ist deine Version eigentlich auf Englisch? Weiß ich nicht. Muss ich mir vorstellen. Oder ich habe hier Flint gefunden. Ja, das war gespawnt bei. Nein. Kohleblöcke sind relativ. Ja, ich weiß eigentlich, wie Kohle aussieht. Eigentlich. So, jetzt muss ich gucken. Eine Werkbank war das? Nee, eine Truhe. Eine Truhe. Ja. Einfach nur 2, 4, 6, 8. Also ein Kreis aus. Ich würde sagen, wir bauen uns schon ein fettes Haus nach altdeutscher Tugend, ne? Also richtig schön mit Fachwerkwand und so ein Scheiß. Hm. Ja, du bist jetzt Zimmermann hier. Ich habe meine Axt kaputt. Ich bin nämlich Jesus-like. Ich bin ein Real-Life-Zimmermann. Das heißt. Hast du eine Truhe gebaut? Ich baue gerade nur die zweite. Ich habe ja noch 12 Holz, ne? Also zur Not können wir noch ein bisschen was. Hier ist deine eine. Ja, können wir ja schon mal einfach da reinstellen. Einfach erstmal. Nee, können wir doch schon mal da reinstellen. Genau. In unser Zuhause. Kannst du mir noch eine Axt geben? Ich weiß nicht, ob man die mit der Hand abbauen kann, die Truhen. Doch, kann man. Gut. Meine steht schon. Soll ich die? Ich baue mal die Werkbank ab und schon mal hier rein, ne? Ja. Tu das. So, Dille. Das brauchen wir nur noch. Ach, das ist jetzt einfach zu zwei Truhen geworden. Wie geil ist das denn? Wenn du zwei nebeneinander baust, wird das eine große, ja. Wie geht man da dran? Ah, okay. Auch mit Rechtsklick. Können wir erstmal unseren ganzen Stuff reintun. Aber schön sortieren, ne? Man kann ja immer alles übereinander stapeln. Cobblestone, Gravel, Cobblestone. Ich pack mal das Cobblestone noch bei mir rein. Machst noch ein paar Bretter für, wie heißt es? Für eine Axt, damit wir Stäbe bekommen, für eine Axt. Und eine Tür brauchen wir auf jeden Fall. Stäbe habe ich noch. Stäbe hast du noch, pack dir auch mal in die Truhe rein. Ich mach jetzt mal. Steinechse. Steinechse, genau. Perfekt. Das ist cool. Oh, da hinten sind Tiere. Ich gehe schon mal. Wir haben kein Schwert, ne? Kannst du ein Holzschwert machen? Ja, warte kurz. Ich habe gerade eine Axt, zwei Äxte. Ein Holzschwert. Ja, einfach nur ein Schwert. Dann können wir auch Tiere jagen und so ein Scheiß. Aber wir haben keinen Feuer, wir brauchen noch einen Ofen, aber den können wir aus Stein bauen. Und dann haben wir noch keine Kohle, das heißt. Ah doch, wir können Ja, okay. Puh. Jetzt langsam. Ich habe ein Steinschwert gemacht. Und dann kannst du auch einen Ofen bauen, indem hier du einfach. Das Steinschwert müsste hier liegen. Irgendwo. Danke. Jetzt kannst du auch einen Ofen bauen, indem du einmal rundherum Stein machst in die Werkbank. Dann kriegst du einen Ofen raus. Weil ich mache nämlich jetzt, töte ich ein paar Schweine. Und dann hole ich uns noch was zu essen, damit wir gleich nicht Hunger leiden müssen. Wir sind ja zum Glück keine Vegetarier. Wie macht man den Ofen? Einmal rundherum Steine. Ja, ich glaube, ja. Boah, hier sind voll viele Schweine. Die müssen wir nachher einfangen. Ja, machen wir so eine Schweinefarm. Ja. Ah, wir haben ein neues Update. Jetzt gibt es auch Lassos und so ein Scheiß. Jetzt kann man auch Tiere mitnehmen mit Lassos. Ja, du kannst auch Wölfe und so kannst du mitnehmen. Ja. Hier, den Ofen kann ich doch sogar, den kann ich doch sogar unter die Decke hängen, habe ich mal gesehen. Warte mal. Kannst du überall hinbauen. Baue ich hier. Die bauen wir hier oben drüber unter die Decke, oder? Ja, wie du willst. Ist doch cool. Baue ich da direkt zwei hin. Ach, es ist schon wieder Tag. Ja, es geht voll schnell. Krass, dann hätten wir gar keine Höhle gebraucht eigentlich.